Frank Schmückel 2002 bei Prozessbeginn. Es ist das Ende einer langen Reihe von Ausbrüchen und Justizfehlern. Schmückel gilt als einer der gefürchtetsten Kriminellen in Deutschland. Bei Prozessbeginn hat er schon eine lange kriminelle Karriere hinter sich. 10 Jahre im Maßregelvollzug, einen Mord, mehrere Mordversuche, eine Vergewaltigung, mehrere versuchte Vergewaltigungen und 6 Fluchten. In Deutschland beginnt die Diskussion, sind Täter im Maßregelvollzug sicher verwahrt? Das war schon was Besonderes, insbesondere aufgrund der Medienaufmerksamkeit, die dieser Prozess dann auch mit sich gebracht hat. Die 14-tägige Flucht, dann der anschließende Prozess und die Verurteilung. Der Fall Schmückel hat ja im Anschluss noch eine riesig große bundesweite Bedeutung gehabt über den Umgang mit psychisch kranken Sexualstraftätern. Und in dem Sinne sind eben noch hinterher Gesetze geändert worden. Frank Schmückel wächst in Mecklenburg-Vorpommern auf, steckt schon als Jugendlicher voll krimineller Energie und kommt deshalb in einen Jugendwerkhof, eine Art geschlossenes Erziehungsheim. Mit 18 Jahren beginnt er schließlich als Rinderzüchter zu arbeiten. Er fehlt immer wieder auf Arbeit. Ich sah, dass er Hilfe brauchte, haben auch gefragt, ob er einen Arzt braucht, dann hat er bloß den Kopf geschüttelt. Aber ich sah in seinem Blick, dass er Schwierigkeiten hatte, psychisch. Das wird deutlich 1988. Zum ersten Mal versucht Schmückel, ein Mädchen zu vergewaltigen. Er wird gefasst, verurteilt. Im Rahmen einer Amnestie kommt er gut ein Jahr später frei. Danach begeht er weitere Straftaten, unter anderem die Vergewaltigung einer 8-Jährigen. Wegen dieser Taten wird er Anfang der 90er in eine Klinik eingewiesen. 1994 gelingt Schmückel bei einem Freigang die Flucht. Er vergewaltigt wieder ein Mädchen, das nur durch Zufall überlebt. Das Urteil 14 Jahre Maßregelvollzug. Weitere 4 Fluchten folgen. Mit Anfang 30 ist die Liste seiner Taten lang und weitgehend unbekannt. Die sind allerdings niemals so wirklich in die Öffentlichkeit gekommen und auch seine Ausbrüche, weil natürlich auch der Maßregelvollzug an sich und auch die Politik natürlich überhaupt kein Interesse hatte, darauf aufmerksam zu machen, weil das ja wiederum dann auf diese desolaten Zustände hingewiesen hätte. Und dann der 25. Oktober 2000. Frank Schmückel darf trotz seiner Straftaten aus dem Maßregelvollzug zu seiner Mutter fahren, begleitet von 3 Pflegern. Im Wohnzimmer seiner Mutter eskaliert die Situation plötzlich. Schmückel rammt einem Pfleger eine Klinge mehrfach in den Körper. Er überlebt nur, weil der Notarzt rechtzeitig zur Stelle war. Er ist ein unberechenbarer Mensch und somit zum Töten bereit. Also, wenn man so will, ein böser Mensch. Frank Schmückel verletzt auch seine Mutter. Die 2 Pfleger, die vor dem Haus stehen, können seine 6. Flucht nicht verhindern. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich überrascht war darüber. Überrascht aber auch davon, dass er zwar begleitet, aber einen Besuch bei der Mutter organisiert bekommen hat. Das fand ich zu schlecht vorbereitet, sodass im Nachhinein gesehen das, was dann passiert ist, eigentlich vorhersehbar war. Frank Schmückel versteckt sich in einer Kleingartenanlage. Am 2. November 2000 erschlägt er einen 60 Jahre alten Berliner Rentner mit einem Spaten. Mit dessen Auto setzt Schmückel die Flucht fort. Als junge Frau hatte man Angst gehabt, man wollte diesem Mann auf keinen Fall begegnen. Und es war ja klar, dass der irgendwie in der Gegend ist, weil der hatte kein Geld, der ist sicherlich nicht irgendwo mit dem Zug ganz weit weggefahren. Und man hat mit großem Interesse damals die bundesweite Berichterstattung eben beobachtet. Mit einem Großaufgebot ist die Polizei im Einsatz. Mit Hundestaffeln und Hubschraubern. Anwohner sind besorgt. Die Polizei ist überall im Wald. Bloß der Verbrecher kann ja sich ein Auto nehmen, hierher kommen und ein Kind sich schnappen. Und das war's dann. In der Nähe von Bautzen wird das gestohlene Auto sichergestellt. Noch fehlt der Täter. Kurz darauf erhält die Polizei den Hinweis eines Gartenlaubenbesitzers und stürmt den Unterschlupf von Frank Schmückel. Er wehrt sich und wird durch einen Bauchschuss verletzt. Seine letzte Flucht endet nach 13 Tagen.
Die Leute konnten nicht verstehen, wie kann es dazu kommen? Also wie kann ein Sexualstraftäter, der so viel schlimme Straftaten begangen hat, einfach auf Freigang gehen? Und das war ja dann letztendlich auch in diesem ganzen Fall der Knackpunkt, dass man sagen konnte, in diesem Maßregelvollzug gab es eine Person, die darüber bestimmen konnte, ob ein Täter Ausgang bekommt oder nicht. Durch den Fall Frank Schmökel wurde diese bis dahin gängige Praxis grundlegend geändert. Geändert wurde ein Gesetz, das eben nicht mehr nur der Leiter bzw. der zuständige Mediziner darüber entscheiden darf, ob ein Strafgefangener, ob ein Patient aus dem Maßregelvollzug Lockerung bekommt bzw. auch auf Freigang darf. Heute muss die Staatsanwaltschaft mitentscheiden. Und auch im Maßregelvollzug hat sich seitdem viel getan. Es wurden die Sicherheitsmaßnahmen erheblich erweitert. Das sind wirklich Hochsicherheitsanstalten, in denen der Maßregelvollzug untergebracht wird. Aber auch die Therapieangebote sind erweitert worden. Das Urteil vor 20 Jahren lautet lebenslange Haft, anschließend Sicherheitsverwahrung. Frank Schmökel wird wohl nie wieder in Freiheit kommen.